Hallo und herzlich willkommen zu Somcard und ein weiteres Video heute mit dem Spiel Aquarist. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon draußen ist, aber zum damaligen Zeitpunkt ist es sozusagen noch ein Beta-Key gewesen. Also zumindest jetzt ist es noch ein Beta-Key gewesen. Ja, vielen Dank für den Key zum Testen. Und ja, wir schauen rein. Wir sehen schon, es ist wieder irgendwie auf Englisch, aber... Wollte gerade sagen, stürzt du schon ab oder was? Das wäre es jetzt gewesen. So auf Deutsch, das ist immer gut. Und wir müssen natürlich die Musik runter machen. Ihr wisst es, wie es immer ist. Belag verwenden. Was ist Belag? Rahmenbegrenzer. Ach so, das meint. Ja, 60 FPS. Galone Fahrenheit verschwommen. Was ist jetzt am Verschwommen? Grafikqualität, ja, natürlich ganz hoch, ne? Mehr. Das testen wir jetzt so immer, ne? Das ist ganz hoch. Aha, was ist das denn? Ich denke, 60 reicht schon. Okay. V-Sync. Ja, okay. Lass mal alles so. Okay, gut. Designer-Modus brauchen wir nicht. Wir starten ins Abenteuer. Rein da. Oh. Wähle einen Ort für eine neue Speich. Okay, also. Aber er hat sich Mühe gegeben, das selbst zu übersetzen anscheinend, weil speichern, weiß nicht, was es speichern heißen. Wer weiß. Gespeichert. Alles klar. Oh. Hallo, mein Sohn. Zu deinem 14. Geburtstag habe ich ein besonderes Geschenk für dich. Du hast mich verrückt nach Fischen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich, dein erstes eigenes Aquarium zu besitzen. Alles Gute zum Geburtstag. Bevor ich es vergesse, hier hast du etwas Geld und Dinge für dein Aquarium zu kaufen. Gib es mit Bedacht aus. Fragst du dich, warum ich so stark bin, dass ich das ganze Aquarium angehoben habe? Du musst schon in jungen Jahren viel Fischöl trinken und wirst so wie ich heranwachsen. Nicht nur diese Flocken mit Milch. Ja, wirklich ein starker Daddy. Tür zu. Tschüss. Also das habe ich auch noch nicht gehabt, ne? Okay. Ich komme noch nicht mal raus. Drücke X auf dem Aquarium, um es zu inspizieren und zu sehen, welche Art von Wasser drin ist. Aha. 14 Jahre. Da kriegt er dann erste Fische. Krass. X. Ja, X ist nicht. X passiert nix. Was ist hier los? Es passiert nix, wenn ich X drücke. Warte mal. Oder meint er mit Controller? Ich mach mal mit Controller. Ja. Ah, okay, er macht's mit Controller. Gut. Also, könnt ihr einen Controller für 15 Euro. Reicht vollkommen. So, es ist sehr wichtig, die richtige Art von Fischen, Pflanzen und Dekorationen, die richtige Art von Wasser zu geben, sonst sterben sie. Okay. Verstanden. Drücke Zurück-Button, um mein Geschäft zu öffnen. Ein erstes Aquarium, Züge. Klar, ich plack einen Zug in das Aquarium rein. Oh Mann, ey. Kapazität, Temperatur 14 Grad, pH-Wert. Das ist mein erstes Aquarium, das mir mein Vater zum Geburtstag geschenkt hat. Es ist klein, aber ausreichend, um alles über die Aquaristik zu erfahren. Okay. Gut. Ja, wir lassen den Controller mal hier liegen und spielen teilweise mit der Maus. Weil irgendwie ist es schon ein bisschen komisch. So, okay. Drücke den Zurück-Button. So. Kann ich das nicht irgendwie umstellen? Dass er das nicht mehr mit Dings macht? Ist ja komisch, oder? Ich will ihn jetzt auch nicht rausziehen. Nee. Egal. Drück mal die wichtigsten Buttons eben hier. So, kaufe eine Schaufel und Erde für dein Aquarium. Da unten ist... Schaufel. Okay, tolle Schaufel. Art des Wassers, okay. Salzwasser, frisches Wasser. Okay, und jetzt Erde. Okay, na viel gibt's dann nicht, ne? So. Über das oder das. Kostet eigentlich beide so gleich viel. Ich mag eigentlich immer so helle Steine. Gut, hebe die neue Erde und die Schaufel auf. Wenn die Erde halten, verwenden Sie die Abtaste auf dem Steuerkreuz und die Schaufel wird automatisch aus der Ausrüstung ausgewählt. Ja, wo ist die? Ach da, das wird mir gleich hier reingelegt. Alles klar.
Gut. Na gut, man kann ja doch schon mit Cardola spielen. Okay. Ab. Ah, okay. Drücken Sie AT. Okay, jetzt wird das reingekippt, oder was? Ah. Ah, okay. Dann da rein. Zack. Hä? Ja, mach doch. Ah, jetzt. Okay, Geschwindigkeit ist ein bisschen krass, aber okay. So, noch einmal, denke ich, und dann haben wir es voll. Ja, jetzt ist das drin. Drücken Sie LT, Auftrag der Erde abzuschließen. Okay, drücken Sie LT, Gegenstand fallen zu lassen. Okay. Aber ich möchte es ja irgendwo anders hinlegen. Warte mal, wir legen das mal woanders hin. Zack. Jawohl. Zack, hier auch die Schaufel machen wir hier hin. Zack, okay. Dann eben nicht. Zack. Ah, jetzt hat er es gemacht. Gut, kauf und nimm einen Stein für dein Aquarium. Okay, so. Ein Stein. Ist das hier? Hey. Die Fische. Da sind Steine. Okay, kauf einen Stein. Warum muss ich einen Stein kaufen? Gibt da draußen überall Steine. Okay, so. Da ist der Stein. Wow. Okay. So, Dekoration groß. Ah, okay, man kann ihn eine Größe machen. Ah, okay. Alles klar. Dekoration groß. Halten Sie RT gedrückt und verwenden Sie den linken Stick zum Drehen. Aha. Hab ich doch, mach ich doch. Ah, okay, ich muss gedrückt halten. Okay, cool. Wenn Sie links links drehen, der größer kostet mehr. Ah. Ah, der zieht es mir ab. Okay, verstehe. Gut. So. Okay, und jetzt? Kaufe und sammle 4 Gegenstände in dein Inventar. Drücke A, um das aufzunehmen. Nummern-Tasten in der Gegenstände. Wie jetzt? Ich will den da jetzt reinmachen. Kann ich das nicht? Aber jetzt. Jetzt liegt er da einfach so drin. Okay. Gut, kaufe und sammle 4 Gegenstände in dein Inventar. Ja. Machen wir mal. Genau, machen wir ein bisschen Pflanzen. So, das ist immer ganz toll. Was haben wir da noch? Das sind noch mehr Steine. Was ist das hier? Ja, so ein Ast ist vielleicht auch nicht so. Das machen wir auch gleich noch. Was ist das hier? Oh, eine Spalte. Soll das nicht Säule heißen? Ja, wir machen das damit übrigens. Ich glaube, wir kaufen mal zwei davon. Und dann versuchen wir mal den Ast da drauf zu legen. Wenn wir es finden, ne? Wir gucken mal. Eins bräuchten wir noch. Ich glaube, wir kaufen nochmal so einen Stein hier. Zack. Okay. So. Nimm mal alles auf. Da ist der Stein. So, da sind die Säulen. Schön versteckt. Hinter das Teil hier. Wo ist der Sack jetzt hin? So, du kannst mir hier hin. Na, okay, dann eben dahin. Auch gut. So. So, platziere 4 Deko-Dinger. So, machen wir das mal. Ich versuche das mal irgendwie da reinzumachen.
Mit der Maus echt ein bisschen präziser. So. Das ist natürlich schade, dass es mit Maus nicht so ganz so funktioniert. So, jetzt machen wir das hier mal. Drehen. Okay, mal größer. So. So, kann ich das irgendwie hier drauflegen? Klappt irgendwie nicht so, oder? Nee. Egal. Klappte nicht so, wie ich das wollte. So, zack, einfach Rinder. So. Lässt sich echt ein bisschen hier schlecht steuern. Ich meine, so ein Blick von oben wäre vielleicht nicht schlecht oder sowas. Ne? Aber so. Naja. Vielleicht ändert sich das noch. So, drücken Sie B auf die Dekorationsstelle, machen Sie sie statisch. Mhm. Wenn auf statisch einstellen, wird der Artikel stabil und Sie können weitere Dekorationen daran anbringen, um Ihre Traumkreation zu kreieren, zu festigen, einen Stein, neue Form zu schaffen. Na, das hätte mir mal vorher jemand sagen sollen, oder? So. Zack. Okay. Das macht natürlich Sinn. Oh, das ist. Oh, das sehen wir mit der Maus. So. Zack. Huch, jetzt habe ich das falsch genommen. So. Objekt reinlegen, zack. Kriegen wir die Pflanze da oben drauf? Das wäre ja lustig. Zack. Naja, das geht natürlich nicht. Okay, B. Statisch. So. So. Halt. So, wir jetzt erstmal hier hin. Versuchen jetzt, oder vielleicht versuchen wir auch einen Turm zu bauen. Warte mal. Zack. Also natürlich umgekippt. B. Statisch. So. Jetzt ist das Ding natürlich umgekippt. Ist ein bisschen kompliziert, aber wir kriegen das schon hin. So. Artikel wird angehängt, ja. Gut. Super. Das ist gut. Das klappt schon mal. Okay, dann ist es auch gleich statisch. Cool. Das hat nicht so geklappt mit dem Stock. Der jetzt gemacht hat, dazwischen gesteckt. Okay, na gut, das klappt wahrscheinlich nicht so. Aber wir machen das wahrscheinlich ein bisschen größer hier. Warte mal, das will ich ein bisschen größer haben. Objekt bearbeiten, skalieren, ja. Okay, genau. So. Machen wir jetzt so. B. Ach, das ist jetzt sogar schon dran, okay. Na gut. Hier ist dazwischen. B. Temperatur, okay. Also ist alles ineinander gesteckt, oder was? Na egal. Okay, passt schon so, denke ich, oder? So, kauf einen Filter. Da unten, ein Filter. Da ist ein Filter, ja, okay. 45, ich gebe ja schon vorher das ganze Geld aus, bevor ich überhaupt Fische habe. Zack. So, der kommt jetzt hier ran, oder was? Wo kommt der ran? Ah, hier. Zack, so. Drücke B, um auf den Filter zu inspizieren. So, Gegenstand ist unter Wasser. Ah, okay. So, jetzt ist er richtig. Aktiviert, so jetzt ist er aktiviert. Zack. Oh, sogar mit Sound. Gut, kaufe eine Heizung. Ja, die haben schon. Kriegen eine richtige Villa hier rein, wa? Kaufe eine Heizung, setze eine Heizung ins Aquarium. So. Okay. Zack.
B auf die Heizung. Zack. Aktiviert Raumtemperatur. Ah, okay. So. Kaufe ein Thermometer. Mensch, kann ich das nicht gleich alles zusammen kaufen? Sieht irgendwie fast gleich aus wie eine Heizung, oder? Ja. Macht er nicht. Was ist hier los? Wieso macht er das nicht? Ach, da unten. Ja, das andere war alles noch zu. Okay. So, Thermometer, ja. Das machen wir mal hier rein. Ich kann auf der Seite nichts bauen, oder? Doch. So. Reicht das so, oder? Temperatur 14, okay, gut. Reicht so. Aber er zeigt mir nicht von außen an, wie viel das ist, oder? Nee. Das ist natürlich schade. Das wäre natürlich cool gewesen. Ohne da rangehen zu müssen. Wir haben uns bereit für Fische. Ich kaufe 2 Goldfische. Oh. 2 Goldfischchen. Goldfisch. 2 Stück. Große Bam. Nee. Was braucht der? Art des Wassers. Frisches Wasser. Algenfresser. Anzahl Pflanzen 2 bis 11. Anzahl Dekoration 4 bis 15. Ah, okay. Temperatur 18. Naja, muss ich dann noch die Temperatur wahrscheinlich höher stellen. Da sind die Fische. So, Rinder. Flupp. Wird einfach hingeschmissen. Es hat mich irgendwie an den Film. Flupp. Ja, das ist dann eine Statistik. Drücken Sie B auf den Fisch, um ihn zu inspizieren. Okay, B ist... Okay, rechte Maus, das ist B. Das Schöne eines Fisches wird durch seine Parameter bestimmt. Wenn jeder Parameter des Fisches zufrieden ist, wird er wachsen und Nachkommen bekommen. Eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen, ist, kleine Fische zu kaufen und sie so lange zu züchten, bis ihr Wert steigt. Große, ausgewachsene Fische können für noch mehr Geld verkauft werden. Wenn wir einen Fisch vernachlässigen, wird er aufhören zu wachsen und sich zu vermehren und im Extremfall kann er sogar sterben. Okay. Gut. Der Hungergrad zeigt ein, ob die Fische Futter brauchen. Fische, denen Nahrung fehlt, sterben. Die Fische freuen sich, wenn sie gefüttert werden. Fische, die Raubtiere sind und hungrig sind, jagen andere kleine Fische, um sich selbst zu ernähren. Okay. Temperatur ist sehr wichtig für Fische. Versuchen sie innerhalb des vom Fisch angehenden Bereichs zu halten, damit sie gute Bedingungen für das Wachstum und die Fortpflanzung haben. Wenn die Temperatur zu niedrig oder zu hoch ist, sind die Fische unzufrieden und können sogar sterben. Fische benötigen unterschiedlich viele Pflanzen. Versuche die Anzahl der Pflanzen im vorgeschlagenen Bereich zu halten, damit sie sich wohlfühlen. Denke daran, dass Pflanzen auch wachsen und die entsprechenden Werte benötigen, um zu überleben. Kleine Pflanzen zu kaufen und große zu verkaufen ist ein guter Weg, um Geld zu verdienen. Okay, Pflanzen wachsen also auch. Fische betrachten die Dekoration als einen Ort, in dem sie sich verstecken können. Als Abwechslung in ihrer Umgebung stell also sicher, dass genug davon vorhanden sind, damit sich die Fische wohlfühlen. Denk daran, dass nur die richtigen Objekte in das jeweilige Wasser passen, zum Beispiel Süßwasser, Steine, Salzwasser, Korallen. Okay. Verstehe. Einige Fische leben gerne in kleineren Gruppen, andere bevorzugen eine größere Gesellschaft. Wähle die richtige Menge an Fischen aus, damit sie sich wohlfühlen. Heute musst du einen neuen Fisch kaufen, ein anderes Mal musst du einen rausholen und verkaufen. Es lohnt sich regelmäßig die Menge und den Zustand der Fische zu überprüfen. Okay. Der richtige pH-Wert im Aquarium ist ein sehr wichtiger Angelegenheit. Jeder Fisch hat sein individuelles Fach, in dem er sich am wohlsten fühlt. Der pH-Wert kann mit Sonderposten eingestellt werden. Denken Sie daran, dass extrem hohe oder niedrige pH-Werte Ihre Fische sogar töten können. Okay. Wenn diese Warnung auf dem Bildschirm angezeigt wird, bedeutet dies, dass eine Pflanze in einem schlechten Zustand ist und stirbt. Du musst herausfinden, welcher das ist und dafür sorgen, dass ihre Bedingung wieder ordnungsgemäß ist. Wenn diese Warnung auf dem Bildschirm angezeigt wird, bedeutet dies, dass sich der Fisch in einem frischen Zustand befindet und stirbt. Finde ihn und bring seine Parameter wieder in einen Normalzustand, um den Fisch zu retten. Wenn diese Warnung auf dem Bildschirm erscheint, hat eines der Aquarium keinen funktionierenden Filter. Fische in einem solchen Aquarium sterben an Sauerstoffmangel. Du musst das Aquarium finden und das verhindern. Wir müssen uns um unsere Fische kümmern. Kaufe und nimm Fischfutter. Okay. Interessant. So, haben wir jetzt ein Menü? Ah, okay. Tab. Tab ist das Menü. Okay, also man kann so ohne Kontrolle spielen. Also Tab. So, Fischfutter. Futter für pflanzenfressende Süßwasserfische. Aha. Gut, kaufen wir einmal. Jetzt gibt's Happy Happy. So, und einmal Rinder, oder?
Aber die haben doch gar keinen Hunger. Die Temperatur ist schlecht. So. Ah, wird langsam warm. Vegetation ist natürlich sehr, sehr wenig. Deswegen, wir gucken mal, was hier ist. Temperatur. Okay, die mögen das auch nicht. Die mögen es auch noch ein bisschen wärmer. Wächst ein Ast auch? Nee. Okay, nur Pflanzen wachsen. Gut, also die mögen auch höhere Temperatur. Gut, das heißt, ich kann noch ein bisschen höher stellen. Machen wir mal 20 Grad, so. 18 Grad, 20 Grad, so, jetzt werden 20 Grad, okay. Die mögen das immer, ist immer noch zu wenig. Gut, die mögen die Temperatur hier. Und die sind zu wenig. Okay. Das heißt, man könnte eigentlich nur ein Aquarium machen, um auch Pflanzen zu züchten. Theoretisch. So, wir machen mal 22 Grad, aber dann ist Schluss, denke ich mal. Auch bei der Fische. So, die mögen das hier auf jeden Fall. Oh ja, ist schon fast zu warm. Ja, aber, ja, okay. Müsste noch irgendwie eins hochgehen, aber das könnte vielleicht der Fische nicht gefallen. So, wir füttern die auch nochmal. Ah, jetzt hat die Hunger gehabt. Gut. Vegetation, also ich muss nochmal eine Vegetation kaufen. Damit wir ein bisschen das hinkriegen hier. Die braucht 19 bis 20, die 22 bis 28. Okay, deswegen. Also war es die falsche Pflanze. Ich glaube, die wäre besser gewesen, die Pflanze hier. So. Wie kann ich jetzt wechseln? Wartet mal. Ah, okay. Also wegschmeißen. Okay. So. Gut, das setzen wir jetzt einfach rein. Zack. Ah, die lässt sich aber auch echt schlecht platzieren, muss ich sagen. Dann vielleicht so. So, jetzt. Zack. Statisch. Die kannst du nicht statisch machen, keine Ahnung warum. Okay, aber der gefällt die Temperatur, das ist gut. Du hast gerade geschafft, Fische zu züchten, um Geld zu verdienen. Oh, da kam ein neuer Fisch. Stimmt. Sicher jetzt erst. Okay. Den gefällt die Vegetation. Dekoration ist gut, Anzahl Fische ist cool. pH-Wert ist auch cool. Okay, Vegetation gefällt dir noch nicht so. Aber die wächst ja noch hier, die Pflanze. So. Da müssen wir auch gucken, dass sie nicht überwächst. Gut. Okay, ich denke 22 Grad ist schon optimal. Das lassen wir mal so. Ja, das passt schon so. Vegetation könnte noch ein bisschen mehr sein, aber ansonsten mögen die das. Was ich nur ein bisschen schwierig finde, ist nachher den Fisch wirklich rauszufinden, ne? Weil wenn du hier nachher wirklich 20, 30 Fische drin hast, ist das natürlich schwierig. Da wäre so eine Tabelle vielleicht gar nicht so schlecht. Also ist jetzt nur so meine Meinung. So, Schaber. Okay. Alles klar, wird bestimmt erklärt. So, Geld zu finden, drücken Sie B auf einen davon ohne Spitzenquarium und verkaufen Sie es. Okay, das geht natürlich nicht. Ah, okay, gut. Hat er schon dran gedacht. Hier. Ne, aber. Ah, okay, wenn ich drüber fahre. Gut, wunderbar. Super. Okay, pH-Wert ist so, Kapazität über 50, Temperatur.
Super. Okay. Was kostet denn ein Goldfisch überhaupt? Was haben wir denn dafür bezahlt? Ach, jetzt können wir da nicht nachgucken. Egal. Jetzt spiele die Taste am Q. Okay, Q ist X. Sozusagen. Alles klar. Okay. Gut. Oh, kann gleich nächster Fisch. Mensch, das geht aber schnell. Die vermehren sich ja richtig schnell. Krass. Ah, noch sind die grün. Okay. Plants. Es fehlen immer noch Plants. Okay, der Wert steigt immer mehr. Okay. Cool. Was ist hier mit der Pflanze? Die hat doch optimal Temperatur. Warum wächst die nicht? Oh, jetzt habe ich natürlich Mist gemacht. So, falsche Taste. Ah, schon wieder falsche Taste. Egal. So, 13 kostet die Pflanze. Kann auch nichts mehr kaufen, ne? Egal. Jetzt muss ich sozusagen Fisch kaufen. Fisch verkaufen. Okay, verkaufen wir mal. Es sind zwei kleine. Ich will die jetzt natürlich nicht so verkaufen. Erstmal will ich eigentlich warten, bis der größer wird. Damit die sich auch vermehren können, ne? Aber sieht man das nicht, dass die Männchen und Weibchen sind? Also, das ist schon komisch. Oder sind die Zwitter? Ich weiß ja nicht, wie das bei Fischen so läuft. Okay. Egal, wir machen jetzt einfach das Tutorial durch. So, etwas fehlt hier. Ich weiß, kauf und nimm einen Hintergrund fürs Aquarium. Okay. Ein Hintergrund. Okay, guck mal, der ist sogar schon jetzt gestiegen, der Fisch. Es fehlt halt wirklich nur Plants. Ansonsten ist alles soweit okay. Gut. Ich soll ein Gemälde kaufen. Ein Bild. Hintergrund, ja, wir nehmen natürlich, wenn dann so ein Hintergrund, ne? So, zack. Oha, bisschen groß, oder? So. Zack. Wunderbar. Schick sieht's aus. Jetzt freuen die sich, die Fische. Jetzt sagen die, ui, ein Bild kann ich angucken. Ein Aquarium kannst du mehr Wände verwenden, um den Hintergrund zu platzieren. Kauf einen weiteren Hintergrund und platziere ihn an der nächsten Wand. Warum? Ja, da machen wir jetzt aber jetzt so einen schwarzen hier, oder? So, zack. So, wunderbar. Ist vielleicht hierfür nicht schlecht. Dann kann man nämlich das richtig schön hier dranhängen, alles. So. Na, das ist vielleicht gar nicht so dumm. Okay. So, immer noch drei. Oh, der steigt immer mehr, der Fisch. Das ist super. Aber wie gesagt, immer die Pflanze, ne? Villa. Und die vermehrt sich auch nicht, die Pflanze. Vielleicht sollte ich die wirklich verkaufen. Zack. Vielleicht hole ich dann andere Pflanzen rein. Nein, ich kann noch nicht mal andere. Nimm einen Deckel auf zum Beispiel einen Stein platzieren, auf den aus der Hoffnung, einzige Kommunikation zu schaffen. Hä? Was soll ich machen? Ein. Und platziere sie auf dem Hintergrund. Okay. Ah, ich habe kein Geld mehr. Jetzt habe ich natürlich die Pflanze weggemacht. Scheiße. Egal, wir kaufen jetzt einmal so einen Stein. So. Stein und jetzt auf der. Auf den Dings drauf? Wie? Ich soll den da reinmachen? Lol. Okay. Cool. Verstehe. Kauf und hebe den Schaber auf, um unerwünschte Hintergründe zu entfernen. Okay. Und jetzt entfernen Sie den Hintergrund.
Ah, können unsere Körper immer noch besser verbessern. Kauf und nimm eine Lampe. Lampe? Ach du Scheiße. Wofür brauchen die denn Licht? Okay. Zack. Ja, das wäre schon schön, wenn man das irgendwie hinlegen könnte, wo man es haben will, ne? So, das, der fällt ja immer. Also. Jetzt ist es ganz weg. Wo ist es hin? Jetzt hat er das ganz weggemacht. Ja, das muss vielleicht sich noch ein bisschen verbessern. Egal. So, Lampe. Auch mal hier dran. Na, hier kann ich es nicht dran machen, doch. So, zack. Drücken Sie B und die Lampe. Oh, Farbe blau, cool. Blau, grün. Ja, blau ist schon cool, denke ich. So, Kraft. Juh, bisschen brutzeln. Bam. Okay, nee, das ist, glaube ich, zu viel. Eins war schon cool. Okay, sieht man ja gar nichts. Dann machen wir mal auf 10. Ja, das sieht schon schick aus, oder? Schön blau, cool. So, jetzt mögen sie aber natürlich alle. Ja, wegen der scheiß Pflanze, weil ich sie verkauft habe. Scheiße, egal. Komm, wachse. Okay, du kannst auch Dekoration aus der Aquarium entfernen, nimm meine Dekoration auf und lege sie in den Mülleimer. Okay. Wo ist denn der Mülleimer? Hier. Ah. Zack. Und seit unser Aquarium aus der Nähe zu sehen, drücken Sie RT im Aquarium, um den Freibewegungsmodus zu wechseln. Ah, okay. Du kannst das Aquarium voll überaus betrachten. Bewege dich mit Hilfe. Ah. Ja, wow. Das hätte mir vielleicht mal früher sagen sollen. Sie wieder betrachten, dieser Kran fertig sind, können Sie den Freibewegungsmodus verlassen, indem Sie LT drücken. Okay, gut. Hallo, gute Also, dein erster Aquarium ist fertig. Es wird Zeit, sich einer echten Herausforderung zu stellen. Ich habe ein Problem in der Aquarium im Wohnzimmer. Kümmerst du dich darum? Natürlich gebe ich dir das Geld, um das zu kaufen, was du brauchst, und du verdienst dein erstes Gehalt. Klingt das nach einem guten Angebot? Okay, neues Level und dann kriegst du ganz viel frei. Okay. Cool. Ja, man kann auch ein bisschen rumlaufen, okay, cool. Gespeichert, super. Jetzt ist gespeichert. Oh, der ist ganz schön dunkel. Ah, Daddy guckt hier wohl was Feines. Okay, aber er hat schon Essentisch gedeckt, ne, zum Mittag, das ist schon mal gut. Aber kochen tut er nicht. Alles klar. Aber es gibt wirklich solche Haushalte, ne? Die tun wirklich frühs Decken für Mittag. Lassen das Ganze da stehen, damit sie nur noch kochen brauchen, ne? Und dann macht man das, wenn man Mittag fertig ist, muss man den abwischen und dann macht man das alles für Abendbrot fertig. Also so kenne ich das auch noch von früher. Wurde früher auch so ein bisschen erzogen. Aber eher so, das machen eher so die älteren Leute, ne? Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht und alle Fische sind gestorben. Kurz darauf kamen auch noch Algen. Mir geht's nicht gut oder müsste das wieder in Ordnung zu bringen. Ich hätte gerne Seefische, vorzugsweise Seepferdchen und Paletten Doktorfische. Hier hast du etwas Geld für die notwendigen Einkäufe. Wenn du mich überraschen kannst, verdienst du heute dein erstes Geld. Alter! Junge! Du grausamer Mensch! Und du? Wer bist du? Bist du meine Schwester oder bist du die Frau? Naja, du bist eine ganz schön junge Frau. Wie so einen alten Knacker. Naja. Okay, sag mal, wo hast du den eigentlich aufgegabelt? Guck dir das mal an. Stell dir vor, du bist alt und verbraucht. Guck mal, wie der mit umgeht. Der lässt auf dir auch Algen wachsen. Junge, Junge, Junge. Du musst dich mal drum kümmern, nicht um den dicken Bauch. Hä? Freundchen, kann ja wohl nicht wahr sein. Gibst mir so viel Kohle von 1000, $1200, Junge. Dafür hättest du locker jemand gefunden, der das alles sauber macht. Alter Schwede. Okay, aber es ist schon mal größeres Aquarium, also man kann da ein bisschen mehr machen. Cool. Okay, gut. Das war Aquarist. Ich denke, für Leute, die so Fische lieben und sich vielleicht die nicht leisten können oder vielleicht Angst haben, diese zu halten, so wie ich, also ich würde mir jetzt auch nicht unbedingt Fische halten. Ja, weil das verbraucht schon ein bisschen Feinspitzengefühl, ihr seht es ja. Wenn da ein bisschen was nicht stimmt, ja, dann können die Fische natürlich sterben. Das wäre natürlich nicht schön. Aber so ist es auch mit Hamster, so ist es mit Meerschweinchen. Ja, also wenn man den nicht gut behandelt oder ihnen zum Beispiel Kartoffelschalen gibt oder echte Kartoffeln, dann wird es nicht gut. Ja, also ja.
Okay, gut. Ja, hat euch das gefallen? Lasst mal gerne einen Daumen hoch, lasst gerne auch mal ein Abo da für weitere Videos, für mehr Videos. Ihr könnt auch gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob euch das so gefallen hat, ob ihr mehr sehen wollt und. Gerne mal auch auf den Discord kommen, da könnt ihr auch das schreiben und da können wir uns so ein bisschen unterhalten über die Spiele und. Und ja, dann sehen wir uns zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüssikowski.